Box Musik. Sendung für die Volksmusik mit dem Nicolas Sammy. Guten Abend. Grüezi miteinander. Danke schön. Vielen Dank für den Empfang. Sie schauen Botsmusik heute mit einem Gast, der als Entwicklungshelfer tätig war. Und das nicht etwa in der dritten Welt, sondern in Baselbiet. Und dort hat er rund 40 Jahre lang die Ländlermusik gefördert. Und genau mit Ländlermusik ist er jetzt hier mit der Oberbaselbieter Ländlerkapelle. Herzlich willkommen, der Urs Mangold. Baselbieter Ländlerkapelle mit dem Stefan Mosima, Paul und Vreni Mangold, der Philipp Brüder und der Thomas Diethelm und natürlich mein heutiger Gast, der Urs Mangold. Der Urs Mangold ist zu Rünenberg im Kanton Basel-Land zuhause. Neben der Klarinette beherrscht er auch noch ein paar andere Instrumente, wie zum Beispiel Schweizer Örgeli oder die Bassgige. Er gilt als Förderer der Ländlermusik im Baselbiet und ist darum schon mit Preisen ausgezeichnet worden, wie einem Anerkennungspreis vom Kanton Basel-Land oder einem goldigen Violinschlüssel. Ja, als ich als Kind angefangen habe, Musik zu machen, hat es eigentlich gar keine Ländlerkapelle im heutigen Sinn mehr gegeben. Es war noch einer, ein Überlebender in der Trachtengruppe. Und der hat jetzt die Brüder und mich nachgezogen. Und so ist das immer gewachsen und grösser geworden. Und sind mehr Leute dazugekommen. Urs Mangold, schön, dass du da bist. Danke. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt gerade gehört, du bist einer der wenigen, der dann hier nachgezogen worden ist bei dieser Ländlermusik in Baselbiet. Wie ist das genau gegangen? Wie bist du da ins Boot geholt worden? Ja, meine Eltern waren in der Trachtengruppe Sissig und der Brüder und ich haben eigentlich die Ländlermusik und die Volksmusik und das Tanzen und Singen mit der Muttermilch aufgesogen.
Und man ist einfach von Kind auf ist man in der Trachtengruppe gesehen und dann ist eben der Überlebende gesehen, von der Tänniker Holzmusik, hat immer noch einen Zahn gehabt und hat immer noch ein bisschen Klarinettle und hat dann das Gefühl gehabt, bevor mir jetzt der letzte Zahn ausgeht, sollte das Wissen noch ein bisschen weitergehen und hat dann den Brüder um mich nachgenommen. Zuerst mit den Blockflöten und dann später mit den Klarinetten. Und dann hat euch so gefallen, dass ihr dann mit der Oba Basel Bieter Länderkapelle angefangen habt? Das ist richtig, ja. Dort sind wir dann dazugekommen wie Bremer Stadtmusikanten. Und ihr habt aber natürlich dann auch Spass an dieser Musik. Das war nicht so, dass ihr jetzt einfach müssen, den Erbe bewahren musstet. Nein, wir hatten schon immer Freude daran. Aber man hat das von Anfang an auch nicht hinterfragt, ob das jetzt gut ist oder nicht. Sondern das war unser Brauchtum, das wir gelebt haben. Wir hatten so mäßig den Blausch daran. Das gespielt. Ihr habt schon früh einen Fernsehauftritt gehabt. Das Stückchen hören wir dann nachher das Ganze noch live gespielt. Du hast dann aber auch andere Instrumente gespielt. Du hast gesagt, mit der Blockflöte angefangen. Kontrabass ist dazugekommen, Schweizer Orgel, Gitarre sogar. Also langweilig ist es ja nicht geworden. Darum würde ich sagen, Klarinette lassen wir da. Darf ich dich auch wieder auf die Bühne bitten? Wir hören den Urs Mangold nämlich jetzt zusammen mit dem Simon Detwiller, mit dem Florian Gass und dem Paul Mangold. Sie spielen eine eigene Komposition von Urs am Schweizer Orgel, nämlich das Nachtheuli. Urs Mangold, damals am Schweizer Örgeli. Wir haben vorher schon kurz darüber geschwätzt. Du hast angefangen mit der Blockflöte, kleinen Knirps, schon angefangen Musik. Und dann hast du aber eine Laufbahn eingeschlagen, hast dich musikalisch auch weiterbilden wollen. Ja, es ist dann eben Klarinette dazugekommen. Und ja, eigentlich vorgehabt, mal Berufsmusiker zu werden. Das wäre so das Ziel gewesen, aber dann einen Krebs überkommt. Das hat dann in der Karriere einen Knick gegeben. Ich durfte dann nicht mehr Klarinette und darum habe ich noch Schweizer Örgeli gelernt. Und auf Konfirmation ein Schweizer Örgeli über und auseinanderbeindelt, um zu schauen, wie das funktioniert. Und der Klarinettenlehrer war aber ein hartnäckiger gewesen. Und der hat immer gesagt, ja, du bringst das schon wieder einmal zum Klarinetteln und heute spiele ich wieder. Und auf der beruflichen Ebene hast du einen ganz seriösen Beruf.
kann man sagen, gelernt. Du bist Lehrer geworden und dort aber ganz passioniert und hartnäckig bis kurz vor der Pensionierung, wo du jetzt bist, immer in dem Amt geblieben. Das ist so, ja. Jetzt bin ich 38 Jahre in der Gemeinde, bin dort ein Auslaufmodell, weil männlich immer im gleichen Ortschaft, gleiches Schulhaus, gleiches Schulzimmer, so lange, das gibt es heute fast nicht mehr. Und der Schweizer Fernseher war schon 1988 dabei gewesen in diesem Schulzimmer. Und das da ist also immer noch das Gleiche. Gibt es das heute auch noch, dass du mit deinen Schülern Schweizer Örgeli für ihn schon anfängst zu singen? Also jetzt ein Örgeli habe ich gerade nicht mehr in der Schule, dort habe ich ein Keyboard. Aber wir haben dieses Jahr ein Projekt mit Schweizer Liedern, weil ich das Gefühl hatte, das ist einfach wieder nötig, dass die heutigen Kinder unser Liedergut können. Sonst geht das einmal verloren und wenn die Leute zusammenkommen, können sie nicht mehr singen miteinander. Und dann haben wir im Dorf haben wir 60-70% Fremdsprachige und das ist dann hilft, dass auch gerade die Kinder zu integrieren. Lange Zeit hast du in der Schule aber nicht mehr, um dieses Projekt durchzuziehen. Ich habe es gesagt, im Sommer kommt die Pensionierung. Wird es dann nachher langweilig? Nein, es wird mir sicher nicht langweilig. Es geht jetzt noch 3 Monate. Ich habe so viele Hobby und möchte vor allem auch das Musikhobby ein bisschen ausbauen. Und möchte gerne ein bisschen als Störmusiker unterwegs sein. Also nicht als störender Musiker, sondern wie ein Störmetzger, einen, den man ein bisschen anstellen kann, zum Klarinetteln, Örgeln oder Bassgeigen spielen oder auch Saxophon. Und musikalisch machst du nicht nur die ganz traditionelle Ländlermusik, sondern auch noch ein bisschen Dixie mit der Formation Jeepers Creepers. Und die haben besucht im Schloss Eberrhein in Sissach im Kanton Basel-Land und sie spielen den ungarischen Tanz Nummer 5. Sendung, Volksmusik, Schweizer Volksmusik-Sendung. Und wenn Ihnen die Heim Volksmusik gefällt, dann können Sie sich den 14. Juni schon mal dick in die Agenda eintragen. Dann haben wir nämlich Wunschkonzerte. Das heisst, Sie können aus knapp 2 Jahren Volksmusik Ihre
Lieblingsmusikstück wählen. Und die mit den meisten Stimmen kommen dann in dieser Sendung am 14. Juni extra für Sie. Abstimmen können Sie ganz einfach auf unserer Homepage srf.ch/potzmusik. Wählen Sie also Ihren Lieblingstitel von den letzten zwei Jahren. Jetzt aber zurück zu meinem heutigen Gast, Urs Mangold. Wir haben vorher schon ein bisschen auf dein Lehrerarbeiten schauen. Du hast aber auch zuhause einen Haufen zu tun. Du hast zum Beispiel Möbel restaurieren. Jetzt bin ich im Möbel restaurieren. 15 Jahre lang habe ich sonst am Haus rumgebastelt und ein bisschen mehr als basteln gebaut. Und jetzt habe ich so Möbel bekommen, Küchenkänster, die ich jetzt am Machen bin. Hast du denn da Werke gelernt über die Schule? Hast du dort mal noch Werkunterricht gegeben? Nein, ich habe nie Werke gegeben, aber ich bin einfach ein Typ, der den anderen wie beim Musikmachen abschaut, wie sie es machen. Und beim Arbeiten habe ich es auch genau gemacht. Und dann bin ich nicht zu faul zum Fragen, wenn ich etwas nicht kann. Dein Haus hast du angesprochen. Da ist ja eine Weile gegangen, bis du überhaupt einmal die ganze Liegenschaft zusammengekauft hast. Ja, sie hat zu einer Partei gehört. Das war noch ein altes Stockwerkeigentum, wie man das häufig hatte im Baselbiet. Es war riesengroß, hatte einen Posimentenstuhl, also Webstuhl drin. Es ist ein wunderschönes Haus. Und dann konnte ich einfach noch den Rest zusammenkaufen. Das gehört jetzt alles mir. Den renoviert, das ist ja eher eine grobe Arbeit. Du hast aber auch ganz filigrane Tätigkeiten. Du hast nämlich Notenband rausgegeben. Und all die Stücke, die du komponiert hast und noch viel mehr, die du arrangiert hast, die hast du von Hand fies, überlich, akribisch wie ein Lehrer notiert. Ja, das war also mein Markenzeichen. Wenn ich etwas komponiert habe, dann habe ich das am Schluss in meiner Handschrift so angeschrieben. Und jetzt bin ich dran, das auch umzustellen mit dem Computerprogramm. Eigentlich ungern, weil eben das hat man kennt, meine Handschrift kennt man gerade, Notenblätter läuft. Und es ist auch, auch lustig zu sehen, wenn man quer durch die Schweiz durchgeht, wo die am Schluss überall landen mit Verschicken und Faxen und alles. Manchmal können sie es gar nicht gut lesen. Und die Bücher, die sind jetzt vergriffen und jetzt habe ich alles eingescannt und habe die jetzt auf eine CD brennt. Das sieht jetzt immer noch so aus. Das ist alles da drauf. Heisst, das, was du vorhin noch handgeschrieben notiert hast, hast du jetzt gleich wieder digitalisiert, so dass man es elektronisch anschauen kann. Genau. Und wenn jemand Interesse hat, kann man die gratis bei mir beziehen. Da sind 150 Kompositionen drauf. 150 Kompositionen, da hat man Willi zu spielen. Musikalisch bleiben wir jetzt gerade noch ein bisschen im Kanton Basel-Land. Wir kommen zu unserem Nachwuchs. Wobei Nachwuchs ist bei der nächsten Formation schon fast ein bisschen Understatement, weil die haben zum Beispiel die Alpenrose gewonnen, erst gerade den Stadelstern und jetzt sind es da Geschwister Weber mit unseren Ätti. Schach, Sütterli, Bot im Schier zerbrach.
Mit der Doris, der Maya, der Sandra und dem Daniel Wermuth an der Handorgel. Bravo. Vielen Dank, dass ihr heute hier angekommen seid in Porz Musik. Vor zwei Jahren haben hier die Alprosen gewonnen, letztes Jahr den Stadelstern. Sandra, hat sich seitdem etwas verändert? Wir haben unsere zweite CD herausbringen. Ja, und ein bisschen Medienrummel hat es gegeben, ja. Aber sonst sind wir immer noch die gleichen. Da bin ich froh. Unser heutiger Gast, Urs Mangold, kommt ja ebenfalls aus dem Kanton Basel-Land. Habt ihr mit dem auch schon zu tun gehabt? Wir waren auch schon am gleichen Anlass wie er, ja. Sehr gut. Danke vielmals, dass ihr heute ebenfalls wieder am gleichen Anlass wie ihr seid. Weiterhin viel Erfolg und danke vielmals. Ein Applaus nochmal für eure Geschwister, die Weber. Danke schön. Und wenn Sie auch so ein Nachwuchstalent kennen oder du vielleicht selber wahnsinnig gern jodeln oder ein Instrument spielen, dann melden Sie sich doch bei uns. Wir suchen immer wieder guten Nachwuchs, der unsere Volksmusik weiterbringt. Melden Sie sich ganz einfach bei der SRF Musikwelle unter srfmusikwelle.ch. Jetzt kommen wir wieder zum Urs Mangold, mein heutiger Gast. Und der hat eine Formation eingeladen mit ganzen Haufen Spitzenmusikanten, da habe ich gesagt, also wenn die kommen, dann möchte ich dann da schon auch noch mitspielen. Urs, erzähl doch gerade mal, wer da alles mitgebracht hast. Ja, wenn man bei den Klarinettisten anfangen, ist das der Reis Bracher, ganz links aussen. Dann neben mir der René Schmid. Und bei den Örgelerinnen der Johann Buchli und der Hans Gerber. Und der lange, der Lungo, dort am Bass, der Luciano Stampa, wo der ganze Band auch den Namen gibt. Lungo and Friends. Der Titel ist aber wieder von dir in der Patronentasche. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Bestandteil von der Militäruniform, gell? Die Patronentasche. Ja, indirekt. Das war der Übername von dem Häusli, wo ich früher mal gewohnt habe, wo die Grossmutter drin war. Das war an einer grösseren Liegenschaft. Ist mein kleines Häusli angehängt gewesen, wie Patronentasche am Bauch eines Schweizer Soldaten. Und ein bisschen mit so Pfeffrung und Feuerung von dem Titel dann auch gerade an. Ja, komm, dann also, das explodiert dann auch gerade ein bisschen. Voll Gas! Thank you.
Heute gibt es Musik auf der Baustelle. Irgendwo hier in der St. Galler Altstadt arbeitet nämlich der Jean-Luc Charchi als Netzelektriker. Er ist in seinem letzten Lehrjahr, spielt nebenan Hackbrett. Und genau wegen dem gehen wir jetzt überraschen. Habt ihr hier den Strom abgestellt? Ja, ja. Hast du jetzt Hackbrett spielen, aber ohne Strom geht das auch nicht gut. Ja, das kann man vorstellen, das ist ein schwierig. Also Hackbrett spielst du ja nicht auf mit Strom, das spielst du mit Strom. Ich habe eben Hackbrett seit Neuem. Ah. Kann ich mal helfen oder? Was machen wir denn jetzt ganz genau hier unten? Was ist jetzt hier in Auftrag? Wie man wo mit dem Kabel durchfahren. Und wer kommt denn hier in Grüne hier? FC St. Gallen, oder? Und Jean-Luc, du hast doch jetzt den LAP. Solltest du da nicht am Lernen sein, statt hier in den Löchern und am Kabel anschauen? Ja, im Sommer, in 7 Wochen fange ich an mit dem Abschliessen. Und wie sieht es mit dem Hackbrett aus, von lauter Arbeiten und Lernen? Sepp, bin ich jeden Tag ein bisschen dran, immer wenn ich Zeit habe, wenn man langweilig ist oder wenn ich ein bisschen Erholung brauche zwischen dem Lernen. Dann sollen wir noch eins spielen, so als kleine Pause. Kann man machen, wenn du ein Hackbrett da hast. Ja, weißt du was, ich habe dein Hackbrett mitgenommen, damit wir ein Duett spielen können. Aber? Ja. Gott's Musik! Mein heutiger Gast ist der Urs Mangold aus dem Baselgebiet. Wir haben jetzt aber gerade ein Programm in der Innerschweiz vor euch. Im Mai sind wir am Volksmusikfestival in Altdorf und dann einen Monat später im Juni auch noch am Heirassa-Festival in Weggis. Wie reagieren die Innerschweizer so auf eure Basler Bündner Musik? Also Basel bietet, gell? Ah ja, da muss man aufpassen. ich nehme an, die werden gut reagieren, weil das ist ja nicht so etwas Exotisches, was wir machen. Und wir freuen uns sehr dort auf die Darbietungen, dass wir dort mal einen Konzertant spielen können. Weil meistens sind wir ja Tanzmusik, aber noch so gerne machen wir eben Konzertante Programme. Tanzen ist das richtige Stichwort. Du hast als Zückerli jetzt noch Tänzer und Tänzerinnen mitgebracht. Wen haben wir denn da, wo wir jetzt noch sehen? Ja, dann unsere schönen Baselbieter Festtagstrachten. Tanz-Zehe-Bar Martina und Christian Mumenthaler. Nachher der Urs Can, der tanzt mit meinem Gottemeitel oder Göttemeitel im Kätti Mangold. Oh, dann musst du dich anstrengen, wenn ja, das Gottemeitel mitdenkt. Nimm doch bitte Platz. Und es wird ein bisschen gefürchig oder spänstig. Nämlich, ich kenne es zwar nur vom Bölchen-Tunnel, aber jetzt kommen wir zum Bölchen-Gespenst.
herzlichen Dank. Topo Basel-Bieto, Ländlerkapelle. Mit dem heutigen Gast, Urs Mangold. Danke dir mal, bist du da. Vielen Dank für die Musik. Vielen Dank allen Musikanten und danke vielmals auch unseren zwei Tanzbärli. Also farbenfroh mit diesen Trachten bleibt es auch in zwei Wochen. Dann ist nämlich mein Gast die Jodlerin und Komponistin Miriam Schafroth. Schauen Sie wieder rein. Alles Gute und einen schönen Abend. Adi miteinander.